Ich habe wieder eine wirklich interessante Kundenberatung gehabt letzte Woche. Ich habe jemanden gehabt, der Geistlicher ist oder zumindest Anwärter irgendwie aufs Priesteramt. Und wir haben eine Analyse geschrieben, sehr ausführlich. Wir haben eine Beratung gemacht. Er hat gesagt, will sich überlegen, ne? Kein Thema. Und dann haben wir einen Nachberatungstermin gehabt. Und dann war er da und hat gesagt, wissen Sie, Herr Wolf, das gefällt mir alles total gut. Das Konzept finde ich super. Die Ideen, es passt auf mich, Wünsche, Ziele, es ist wirklich gut. Auch die Produkte, die Beiträge, passt alles. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ein Problem damit, bei der Deutschen Vermögensberatung Kunde zu sein. Okay. Woher kommt das? Sagt er, naja, wir sind ja im Internet, man liest so viel, ne? Und da fühle ich mich nicht so wohl. Und da habe ich an die sehr intelligenten Worte meines lieben Kollegen Shumit Guha gedacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Und habe gesagt, okay, machen wir Folgendes. Wir geben jetzt mal im Internet Mutter Teresa ein. Und habe ihm das iPad hingehalten und das hat er gemacht. Und dann sage ich, was finden Sie denn auf Platz 3? Und er sagte, auf Platz 3 steht die dunkle Seite der Mutter Teresa. Sag ich, okay, Platz 4, Heilige oder Todesengel. Habe ich gegrinst, sage ich, und jetzt? Und dann war 2 Minuten Stille. Keiner hat ein Wort gesagt. Hat sich angefühlt wie 2 Stunden. Niemand hat was gesagt. Und dann sagt er, alles klar, Herr Wolf, machen wir so. Was? Wie bitte? Wir machen das genau so, wie Sie es gesagt haben. Sicher. Ganz sicher. Ich habe dann noch nicht mehr gefragt, warum. Ich glaube, die Sachlage war auch klar. Im Internet steht einfach nicht nur die Wahrheit drin. Und ihr könnt es ja mal eingeben. Viel Spaß dabei.